Und damit herzlich willkommen zur nächsten Runde des Lotus-Turniers. Heute Runde 8, die wahrscheinlich letzte Runde des Lotus-Turniers. Mit dem Spiel 66 gegen AS. Wir haben von beiden Teams schon mal Spiele gesehen, von 66 bisher zwei Stück. Heute Abend auch wieder zu Gast natürlich Jeff Riker. Schönen guten Abend, Jeff. Guten Abend, hallo. Ja, wir schauen uns einfach mal an, was die zwei Clans bisher für Partien hatten. Das Eröffnungsspiel NEU gegen 66, das hatten wir ja gesehen. Das war ein Sieg für 66, 1-5. Danach sind sie gegen Unique angetreten, dort haben sie 5-5-1 verloren. Gegen WTH haben sie wieder 2-4 gewonnen. Immortals gab es wieder eine 5-1 Niederlage. Gegen TR eine 0-6, einen Sieg. Gegen Navi haben sie 2-4 gewonnen, das hatten wir gestreamt gehabt. Und jetzt das letzte Spiel gegen Raisin haben sie 5-1 verloren. Bei AS, ihr seht's, gegen Dinos erste Runde, 5-1 gegen der Sieg da an AS. Gegen TR die zweite Runde, auch 6-0 für AS. Gegen One, das hatten wir gestreamt, gab es eine Niederlage, 0-6. Gegen Corruption haben sie auch verloren, 1-5. Gegen KODX haben sie 5-1 gesiegt, gegen TWM eine 1-5 Niederlage und gegen BLTC9 gab es einen 4-2 Sieg. Das heißt, beide Teams haben 4 Siege bisher, 3 Niederlagen und es ist auch schon, sie sind vorne noch mit dabei. Sie können noch bis auf Platz 5 meiner Rechnung nach kommen. Ja, das werden wir dann sehen nach Ende des Spieltags. Ja, die letzte Runde und danach gibt es, falls gleiche Platzierungen zustande kommen, noch Entscheidungsmatches. Ja. Dann können wir uns auch die Karten anschauen. Mach das mal, ich hole mir was zu trinken, hab ich wieder vergessen. Alles klar. Wir haben Prokhorovka, Malinovka, Steppen, Wadi und Himmelsdorf. Die Teams haben auch schon die Karten gebannt. Und zwar Band 66 Malinovka und die Badget und AS Band Prokhorovka und Arti. Das heißt, die beiden ersten Karten fallen weg. Wir spielen Steppen, Wadi und Himmelsdorf. Ne? Himmelsdorf natürlich wie immer sehr interessant. Wadi haben wir. Doch, haben wir auch schon gesehen. Und Steppen. Lass mich überlegen. Ja doch, Steppen hatten wir auch schon Matches gesehen, na, freuen wir uns drauf. So, die. Erstmal einen schönen guten Abend an Rocket, Roman, Panda, Loface. Ja, Jeff, nochmal zu den zwei Teams. Ich denke, 66 war jetzt ja schon ein paar Mal zu Gast. Mal kurz deine Worte. AS. Ja, also der Clan ist halt anti-skill, ne? Ich glaube, die haben sich, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Der Clan existiert noch gar nicht so lange. Ich glaube, der ist dieses Jahr erst gegründet worden. Tatsächlich. Oder letztes. Bis so ein Jahr wird es dann langsam das Jubiläum kommen. Genau. Die Spieler selber spielen schon eine ganze Weile zusammen, zumindest Playstation-Leute. Xbox, also es ist ja so ein bisschen gemixt, ist aber auch kein großer Clan tatsächlich, ist relativ klein gehalten. Ja. Hauptsächlich ziemlich gute Spieler im Super Unicorn-Bereich. Ein paar dunkelblauer ist auch dabei. Der ist auch nicht so wahnsinnig oft oder viel in Erscheinung getreten, was Combat angeht. Performance, ja gut, kommt auch die Tagesform bei denen an tatsächlich. Und was der Gegner macht, wenn sie so ein bisschen unter Druck geraten, kommen auch die da in die Bredouille. Sie sind ein bisschen sehr vorsichtig auch, hauptsächlich. Wirklich vorsichtig. Wenn sie das mal nicht sind, sind sie zu aggressiv. Also es ist so, die haben ihren Mittelweg noch nicht so gefunden. Ja, fehlt es noch ein bisschen an Erfahrung, ja. Ja, wir haben auch mitbekommen, sie sind auch wirklich von den Spielern selber noch relativ jung. Russischer Clan, wenn ich richtig informiert bin, ja, und etwas jüngere Generation. Das spielt sich noch ein. Ja, 66, ne, einer der ältesten deutschen Clans, die jetzt noch aktiv in der Clan-Szene vertreten sind. Ja, hatten gute Spiele, ja, vor allem aggressiv sind sie aufgetreten. Die Spiele, die wir gesehen hatten, ne, da waren einige Pushes dabei, die den Gegner, ich erinnere an Navi letztes Mal, wirklich sehr überrumpelt haben. Dann freuen wir uns heute einfach mal auf schöne Spiele. Beginn des Steppen.
hinten mit den Bahnschienen an der Ecke, ja, die zwei Caps. Da haben wir schon interessante Sachen auf jeden Fall gesehen. Bin mal gespannt, ob das wieder so wird wie die anderen Male auch, dass in der ersten Runde dieses Abtasten von beiden Seiten ist. Oder ob da gleich mal ein bisschen anders verfahren wird. Gerade auf Seiten von 66. Ja, die. da haben wir gesehen, die gehen auch manchmal all in, ne? So, ich glaube, der Raum ist. Immer erst nach der ersten Runde. ja, die erste Runde ist so ein bisschen vorsichtig, ne? Mal gucken, was der Gegner macht. Deswegen bin ich gespannt, ob das wieder der Fall ist oder ob 66 gleich sagt. Okay, Aggro hier. So, dann geht es auch direkt los. Ich würde sagen, ich mache AS-Seite. Wir fangen an mit einem VZ, einem Chieftain Mark 6, einer IE7, einem Murat, zwei CS63 und einem FV4005. 66 kommt mit Doppel-Chieftain, IE7, Doppel-Murat und Doppel-CS. Keinerlei Tank. Ja, auf beiden Seiten nicht. Komisch, ne? Steppen eigentlich dafür kann, dass man mit einem mal mit. Ja, also die Chieftains, die können sich halt Normalfall hier hinten schon an der Kante eingraben. Sie schicken, ja, schicken sie was über die Bahnschienen. Ja, Snitchy macht den Move. Ein Panzer schicken sie rüber. Ja. So wie es aussieht. Die Mediums fahren rüber. AS, bis auf einen Murat, fährt auch komplett auf die Kante. Jeff etwas. Ja. 4005 parkt sich da hinten an der Kante. CS sind durchgerauscht von AS. Ja. Heavy stehen in der Mitte, alle nebeneinander. Ja, ja. Wer bringt jetzt die Spots? 66 ist verteilt, das hatten wir relativ. Das hat es kann so aber nicht sein, dass sie jetzt gerade eine Falle fahren hier, ne? Jetzt sind sie gespottet, Titan zumindest. Gehen sie auf, jetzt müssten Schüsse kommen. Ja. Der LV hat verschossen. Hat ja. Ganz schlecht. Also wenn du schon so einen mitnimmst, dann musst du auch seine Schüsse treffen. Ja, aber Titan ist jetzt Two-Shot. 600 runter, One-Shot, er ist double getrackt. Jetzt muss ein Killshot kommen, jawohl, kommt Titan auch. Kommt, Titan ist draußen. Und Pains auch meine. Was war denn das? Nee, da, ich war gerade auf die Heavies am gucken, was ist passiert? War das der LV? Das war der LV, der hat ihn einfach rausgeholt. Einfach bumm, weggeknallt. Das war Hashpen. Das war sicher Hashpen. Das tut natürlich jetzt weh, ne? Jetzt sind sie in 5 gegen 7. Ja, zwei Panzer für. Also sie sind da auch wirklich in die Falle gefahren. Ja. Ein bisschen zu weit vorgewagt, hätten sie auch hinten bleiben können. Aber 8 Minuten sind auf der Uhr. Theoretisch kannst du es trotzdem halten. Ja. Also müssen halt jetzt erstmal HP runterarbeiten, ein bisschen von AS, wenn die jetzt hier den machen. Ja, Snitchy kommt jetzt schon zurückgefahren. Ja. Ja, du kannst jetzt nicht mehr beide Seiten wirklich abdecken. Du musst jetzt hoffen, dass die Gegner jetzt nicht von zwei Seiten kommen. Jetzt schon mal zwei Murat verloren, ne? Das tut höllisch weh. Ja. Ich meine, du hast noch CSs, aber naja. Hier fehlt da das Clip-Potenzial. AS verlagert sich, so wie das aussieht. Ja, sie haben auch noch Zeit, ne? 7 Minuten 20 auf der Uhr. Ja, Charlie und Madame sichern hier ab. Ja. Auf der anderen Seite haben wir dann ein CS oben, ein CS unten und den IS-7 in der Mitte. Muss halt auch geguckt werden, wer kommt von wo, ja? Ja, AS fährt hinten rum mit 3, 4. Ja, das ein VZ fährt durch die Mitte. CS hält sich noch ein bisschen hinten. Sie haben jetzt auf jeden Fall den Vorteil, HP und panzertechnisch, aber sie müssen es halt trotzdem noch zum Cap schaffen. Sie müssen es jetzt halt gut runterspielen. Schüsse kommen. Versuchen die Büsche ein bisschen abzuschießen. Mal sehen, was das wird. Der VZ ist jetzt auf jeden Fall in der Mitte dran. Ja.
CS, IS-7, Murat und FV fahren Richtung Gleise. Ja, ich... Schön weit hinten. Ja, ich denke, der IS-7 sollte dann über die Gleise fahren und nach vorne. Vermutlich schon. Der FV wird wahrscheinlich irgendwo dahinter sitzen bleiben. Ja. Wird erstmal geguckt. Ja, aber sie machen das wirklich vorsichtig, ne? Ist aber auch gar nicht so unsmart. Ja, ja, du hast ja jetzt, ne? Du brauchst nicht überstürzt handeln. Kannst jetzt den Gegner nee, jetzt auf jeden Fall nicht mehr, ne? Ja, ein bisschen zurechtlegen. Sie konnten halt auch crossen, ohne aufzugehen, weil die Sichtweite fehlt nun mal. Ja. Dadurch, dass Snitchy abgezogen wurde, können sie da jetzt fahren. Jetzt ist allerdings ein IS aufgegangen, aber gut. Ja, und der kann da unten. Jetzt gucken wir mal, ob Jaroslav, der geht nicht auf beim Schießen. Ja, der geht nicht auf beim Schießen, ne? Charlie ist. 4005 stellt sich jetzt oben hoch. Ein Fahrzeug ist im Cap, ist der Murat, wird ja aber auch noch nicht gespottet. Und jetzt haben jetzt die 66 wegzuhalten, natürlich. Ja. Ja, das ist jetzt halt, ne, 6. Der ging daneben, V. Ja, der V muss eigentlich warten, bis wirklich Ziele gespottet sind. Ja. Blind Shots ist immer gefährlich. Oh, da gab es einen Schuss auf den Chieftain, auf Charlie. Ja. Noch einer, der hat aber nicht getroffen. Ja, 66 1, muss er halt 0. jetzt irgendwann raus dann und den Murat aufkriegen und das kostet HP. Das wird richtig wehtun. Chieftain da hinten, wenn er Schüsse kriegen kann, ist das auch okay. Dann haben sie jetzt ein gutes Kreuzfeuer in Richtung 66, aber wenn er keine Schüsse kriegen kann, dann muss er Rachen fahren. Ne? Er sitzt zu weit hinten, der kann da gar keine Schüsse kriegen. Weißt du, Vlad? Hinten? Muss er eigentlich noch rankommen. Ja. Der müsste ranfahren. Könnte er schön von der Seite arbeiten. Hier 7 von IS hat jetzt einmal kassiert. Ja, Blizzard aber auch in Return. 40 Sekunden auf der Uhr, jetzt muss was passieren hier. Sie sitzen alle auf einem Haufen mit 66, das ja, hilft jetzt auch nicht unbedingt. Ja, jetzt muss es halt dann. Jetzt fahren sie alle ins offene Feld, das tut natürlich höllisch weh, weil sie ins Kreuzfeuer fahren. Ja. Da wird jetzt geblutet. Aber Vlad ist, glaube ich, zu weit weg, der kann gar nicht auf sie schießen. Oh, da wird richtig geblutet. Guck dir das an, da fliegen die Hitpoints. Ja, aber AS hat die besseren Positionen aktuell. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, da wird ein Charlie angezündet hier. Und das Fokusfeuer stimmt auch, ne? 10 Sekunden gleich noch. Sie werden jetzt rüberfahren. Vielleicht kriegen sie auch noch einen Decap, aber sie haben so stark schon geblutet. AS könnte jetzt den Sack einfach zumachen. Ja, ich denke, machen sie auch. Madame, ne? Madame ist auch one. Snitchy ist one jetzt. Ja. Zack ist raus. Madame wird die nächste sein, denke ich. Wenn mal irgendjemand trifft. Oder schießen kann. Ja, jetzt VZ. War's das. Oh, der VZ ist jetzt nachgeladen. Zack. Geht aber ja noch vorher raus. No time. One shot. Muss raus. Und da schießen sie den Rest zusammen. Ja, diese zwei Murats, die sie da oben verloren haben, war halt deshalb die Entscheidung. Ja. Sie mussten dann den IS-7 abziehen, in der Hoffnung, dass halt, dass sie irgendwie das noch verteidigt kriegen, wenn sie von unten pushen. Aber AS hat das smart gemacht, hat sich verlagert, hat dann über die Bahnschienen den Spot gehalten, hat jemanden in den Cap gestellt und so 66 gezwungen rauszufahren. Schön runtergespielt auf jeden Fall. Ja, bei AS der Schaden. Der CS hat einfach 5300 Damage, 3 Kills. Ja. Danach hast du den anderen CS mit 2,9 und dann den Puban, alles andere verteilt sich. Ja. Bei CS kam No Time zumindest noch auf über 2000, alles darunter. Ja, ist böse abgefallen, ja. Ja, Titan halt wurde. Von in diese Falle gefahren. Genau. Einfach, ja. Titan wurde halt auch double getrackt, das ist halt dann auch bitter, ne? Aber war schön gespielt von AS auf jeden Fall, ne? Diese Falle, die sie da gestellt haben, war wichtig. Gut gemacht. Clever gespielt und gut spekuliert auf jeden Fall, ja. Also sie haben halt wohl auch drauf gehofft, dass zumindest ein Panzer, vielleicht zwei, da irgendwie ein bisschen näher kommen an der Ecke. Und das haben sie auch getan, 66. Gut, der erste Schuss vom FV ist jetzt daneben gegangen. Dafür hat der zweite halt richtig getroffen mit Hash in Murat gepennt von hinten und hat ihn dann einfach aus dem Leben geschossen. Ja. Ach stimmt, da könnten wir eigentlich nochmal schnell drauf gucken. Für Panzer hat der FV? Zwei, glaube ich. Tschüss. Ja, zwei Durchschlagstreffer, okay, na, das weiß jetzt halt dann nicht ganz genau. Na, aber der Schuss war auf jeden Fall 1600 irgendwas. Ja. Viel hat's gereicht, damit der andere Murat darauf. Ja, es war smart gespielt von AS auf jeden Fall. Auch zum Ende hin. Also erstmal der Anfang, zwei Panzer rausgeholt, gar nicht weiter auf die Flanke konzentriert, sondern verlagert und dann über die andere Seite gekommen. Da dann erstmal aufgestellt, dann ein Panzer ins Cap rein, dann ist was auf den Gleisen. Hast du Kreuzfeuer aufgebaut, außer der Chieftain, der war die ganze Zeit irgendwie out of game. Warum der die ganze Zeit da hinten sitzt, keine Ahnung. Ja, er ist auch mit Null rausgegangen. Ja, ich weiß nicht, aber
Ja, aber ich glaube, in den Scout wäre halt vielleicht nicht verkehrt gewesen. Gerade auf Seiten von 66, ne? Wenn du am Anfang siehst, dass die CS da hinten reinfahren in die Ecke, dann fährst du da mit deinem Panzer nicht hoch und wirst nicht geerntet. Ja, eigentlich ist Light Tank obsolet auf der Karte. Obsolet, ehrlich? Ja, eigentlich brauchst du einen. Ich meine, du kannst es auch ohne spielen. Ja. Aber dann musst du halt auch gucken, ne? Weil du bist so oder so dann von der Sichtweite her schon eingeschränkt. Ja. Es kommt halt immer darauf an, welches Team, was für ein Team hast du und auf was für ein Team triffst du. Wenn du weißt in etwa, wie die spielen, dann kannst du das entsprechend anpassen, mit Light, ohne Light. Jetzt haben aber beide ein Light. Und andere interessante Panzer, die ich auf dieser Karte nicht erwartet hätte. Ein Typ 5. So, also dann, wir haben bei AS 2 Chieftain Mark 6, 2 Murat, 2 CS63 und einen T100 LT. Wir haben bei 66 Chieftain 2 Type, 2 Progetto, T100, AP26 drauf. So, AS als Verteidiger, 66 als Angreifer. Wir schauen, was passiert. Die zwei Chieftains von AS bleiben hinten stehen und die Mediums machen den gleichen Move ungefähr wie 66, aber sie haben halt den Scout vorne, der den Spot bringen kann. Panzerschreck ist jetzt auf. Ich muss jetzt mal in Deckung. Er müsste jetzt abdrehen, ja. Sonst gibt's vielleicht noch einen mit. Erreichen. Progetto. Juby bringt sich an die Hügel. Nichi sichert den T100 einmal ab. Genauso wie Kyubi. Wie viel haben sie jetzt aufgebracht? Ich habe nur den T100 und ich glaube ein CS gesehen, der offen war. Ah, ist jetzt wieder gespottet. Ja. Einer. Da gab es den ersten Schuss. Zweiter war ein Versuch. Kyubi ist offen. Lässt sich auch jetzt zurückfallen. Ja, Jaroslav ist sehr aggressiv. Oh. Da gab es einen auf Snitchy. Russian Magic wieder. Kyubi hat auch eine gefressen. Ja, der kommt da nicht mehr weg. Schwierig, ne? Ja. Panzerschreck in der Mitte jetzt. So, eigentlich müssten sie jetzt Druck aufs A-Cap irgendwie aufbauen, 66, ne? Weil. Ja. Ihre Mediums direkt machen das nicht mehr lange. Snitchy, also Kyubi ist, glaube ich, schon lost, ne? Panzerschreck und Snitchy, wenn die jetzt noch abhauen könnten, wäre wichtig. Panzerschreck hat noch eine kassiert, jetzt von der Seite vom Heavy. Der muss da weg. Ja. Snitchy kommt da ganz schwer ran. Jetzt wird er gejodelt hier, Kyubi. Ja. Der Hülle fährt einmal vorbei. Der Murat fährt jetzt drauf, zack, eine, ja. Zwei. Snitchy sollte da weg. Drei. Oh, oh. Ja, jetzt versucht ja, der Chieftain da zu helfen, aber das ist, glaube ich, nicht klug, weil es sind jetzt fünf Mediums. Die sind auch schon weg da, ne? Er kommt da nicht mehr ran. Das Snitchy muss jetzt halt Snitchy die Flucht nach vorne antreten. Eigentlich, ich weiß nicht, also, aber die Heavys sollten jetzt vielleicht ein bisschen helfen kommen. Oder entweder der T100 ist jetzt auf jeden Fall aggressiv. Er fährt auch weiter aggressiv. Ne? Sieht jetzt Snitchy, jetzt müssen die halt in Position und Snitchy cashen. Ja, 263. Oh, der T100 sieht das Objekt. Oh, schnell wieder zurück. Ah, 263 hat jetzt den ersten Treffer. Ja, jetzt kann es natürlich sein, ne? Wenn die jetzt zu aggressiv in diese Panzer reinfahren, so ein Typ 5. Vor allem, weil dann Type entgegenkommt. Ja. Und, ja, und boom, ja, oh, da pennt er auch. Keine Schmerzen. Nein. So, jetzt haben sie ihren Light verloren. Ja, von hinten kommt jetzt der Chieftain, fährt auf Murat drauf. Ein Murat kassiert beim Wegfahren von oben. Ja, aber jetzt wird der Chieftain gefokust. Ja, und AS ist da schon schnell, ne? Sie haben jetzt gesehen, da vorne, Typ, vorsichtig. Und deshalb fokussen sie jetzt den Chieftain, der geht raus. Der One-Shot Lucky. Murat, der hat es noch geschafft zu überleben, weil sie eben halt sich ganz schnell auf den Chieftain fokussiert haben. Jetzt müssten sie da aber weg, tatsächlich. Ja, na, jetzt kommen da 3 gegen 4. Ja. Panzerschreck und Charlie kommen aber auch, ja. Ah, der Chieftain oben. Mara rückt auf an den Bahnschienen. Blatt kommt auch nach vorne gefahren. Die müssen jetzt auch kommen. Jetzt müssen sie sie einschließen, eigentlich. Ja. Dann von zwei Seiten beackern. Da gab es einen Schuss. Also, T100, der hat aber nicht getroffen. AP-technisch sind sie noch nah beieinander, aber AS hat halt einen Panzer noch mehr. Ja. Lucky ist zwar One-Shot, aber die Kanone ist noch im Spiel. Oh, da gab es einen Bounce. Ja, ja, Russian Magic wieder, ne? Diesmal auf Seiten von 66. Oh, Mixer muss aufpassen, dass er da nicht in die Kanonen crossed. Macht er nicht, das ist gut.
Murat fällt jetzt nach oben, der One-Shot, Murat. CS ist jetzt gespottet in der Mitte da. Jetzt hat man halt hier, ne, die Typ 5 sind halt für sowas zu langsam. Für so einen Konterpush, ja. Das, hättest da gab's einen Schuss auf den 1100. Ja. Hättest da jetzt schnelle Heavies gehabt, wäre das gegangen. Snitchy One-Shot. Oh, gebounced. Oh. Bouncer, aber ich würde mir jetzt... rausgehen, ne? Eigentlich. Das traut sich keiner, ihn zu pushen, ne? Also. Ne. Oh, da gab's keinen auf den Type. Titan ist jetzt ein bisschen nach vorne orientiert. Charlie kriegt die erste. Oh, Titan hat verschossen. Nicht gut. Ja, und jetzt... noch eine von CS. Das wird eklig, ne? Wenn jetzt 66 die Push, die Mediums, den CS, den Murat hat, dann fahren sie ins Kreuzfeuer wieder von der Mitte. Ja, wobei Vlad ist schon unterwegs da, der cross über die Mitte. Ja, Lucky ist jetzt rausgegangen. Fährt irgendwie nicht richtig. Ja. Auf jeden Fall. Hier ist immer nur One-Shot. Atsko auch One-Shot, aber der steht halbwegs safe dort. Jetzt wird der CS gepusht. Eigentlich müssten sie jetzt, ne, die Typ 5 bestrafen. Ich weiß nicht, was die Heavies machen. Die AS-Heavies hätten schon längst einfach nur durch die Mitte crossen müssen. Es war alles gespottet. Ja. Man weiß, wo die waren. Panzerschreck jetzt One. Der müsste eigentlich rausgehen. Oh. Tut er nicht. Tschüss. Wixer ist jetzt da, ne? Mal gucken, was er nimmt. Oh, jetzt ist der Chieftain. Jetzt ist der Chieftain da, schießt aus der Fahrt. Mara bleibt halt viel zu weit hinten mit seinem Chieftain. Er müsste einfach mit ran. Jetzt werdet ihr einzeln rausgepusht. Das ist natürlich auch nicht so smart. Also sie hatten eigentlich die Position, um 66 dort in die Falle zu locken, aber irgendwie haben sie es... Die Chieftains haben zu langsam agiert. Ja. So einfach ist das. Die Mediums haben sich hinten schon aufgestellt, eben gerade. Perfekt. Wären die Chieftains zur gleichen Zeit einfach geradewegs durch die Mitte, wo jetzt 66 ist, dann hätten sie sie in die Seite gekriegt. Ja. Jetzt werden sie einfach nur einzeln abgefarmt. 66 kann ihre HP traden. Also sie helfen sich auch nicht gegeneinander, ne? Also. Nein. So, also Mixer wird jetzt, denke ich, würde ich jetzt mir den Shadow vornehmen. Ja, würde ich auch, den One-Shot, der Snitchy muss raus. Und dann hat man wieder Kanonengleichheit, ja, und der 66 muss halt noch cappen, ja. Er fährt an ihm vorbei. Ja. Hier, nee, Snitchy hat das ein bisschen clever gemacht. Kann sein, dass Snitchy ihn von hinten erwischt. Ja, aber er ist halt ein One, ne? Autsch. Ja, was Objekt kommt ja auch mit, ne? So, jetzt kriegt er zwei Reihen, anstatt sich einmal umzudrehen und zu schießen. Ja. Okay. Ja, ein Murat. Ich meine, der ist One-Shot für AS, aber er lebt halt noch. Muss halt geguckt werden, dass sie da irgendwie HP von den anderen dann nochmal wegkriegen von 66. Ich meine, der Timer läuft noch. 3 Minuten. Mit Cappen wird's, glaube ich, relativ schwierig. Charlie macht jetzt halt den aggressiven Move, ist auch richtig, weil er hat nur 2000 HP. Das dauert, bis du das runter hast von dem. Ja. Also, ich denke mal, Charlie wird jetzt reinkommen, das Feuer auf sich ziehen und in dem Moment wird das 263 von hinten kommen und. So in etwa wird's laufen, ja. Sieht den Typ 5 nicht, er sieht den Typ 5. Das ist kein guter Move. Jetzt sieht er ihn. Oder der Typ 5 wird halt. Oh, das könnte jetzt hier. Oh, Mixer ist. Blöd laufen. Ja, das 263 wird. Richtig blöd. 263 holt ihn, ja. Zack, und raus. Wenn du offen bist, musst du weiterfahren, musst in Deckung. Kannst nicht stehen bleiben. Ja, der Chieftain ist jetzt auch offen. Und jetzt, wenn sie zu zweit im Camp sind. Ja, jetzt kriegt Charlie zwar von hinten, aber es bringt halt auch nichts. Wenn der Chieftain da nicht mitmacht. Oh, und der Progetto Snitchy hat ihn noch mitgenommen, ja. Ja, haben sie weggeworfen. Also, einfach weggeworfen. Sie haben den ersten Move so, der erste aggressive Move, der war ja gut, ja? Ja. Gutes Fokusfeuer, guter Push und so weiter. Dann mussten sie sich zurückziehen, mussten sich umdrehen. Haben sie sich in Stellung gebracht mit den Mediums, dann hätten nur die Chieftains einfach durch die Mitte cutten müssen. Haben sie nicht getan. Vlad ist in die Mitte, dann in die Mitte der Mitte, an der Seite hochgefahren, immer mal Peak, guck, Peak, zurück. Macht keinen Sinn. So, du hast deine Leute quasi hängen lassen mit beiden Chieftains. Sie haben ihre Leute einfach hängen lassen. Sie sind auch den Schaden hier sehr schön verteilt bei 66, ja, die ersten drei. Ja. Und auf Seiten von AS, ja, der Murat kommt ein bisschen was machen, der CS kommt ein bisschen was machen.
Ja, die Mediums waren am Anfang auch die, die den guten Move gemacht haben. Ja, sie haben den ersten Projektor, sie haben QB gepusht, ja, und dann haben sie weiter Druck gemacht, haben gesehen, sie kommen nicht weiter, wurden hinten von dem Chieftain angegangen, haben den noch rausgepusht und haben sich dann nach hinten verlagert. Und haben aber dann von ihren zwei Heavys keine Unterstützung bekommen und das war halt dann auch das, was die Niederlage war. Ganz genau, weil sie sich nicht bewegt haben. Ja. So, sie hätten nur fahren müssen, einfach nur fahren. Die Mediums haben ja noch 66 ein bisschen aufgehalten. Wenn sie dann mit ihren Chieftains durch die Mitte gekommen wären, hätten sie sich nur nach rechts drehen müssen, hätten direkt einen Type im Gesicht gehabt, zwei Schüsse vom Chieftain, ein vielleicht vom Medium raus. So, ja. Und dann kannst du ja weitermachen. Oder du fährst halt durch die Mitte in Richtung deiner Mediums. Kurz vor dem Ende allerdings fährst du ein bisschen hoch und fährst an den Stein. Weißt du? So die Steine, die da stehen. Und kommst dann in die Seite von 66, weil sie waren ja offen. Du musst dich ja nur bewegen. Das haben sie nicht gemacht. Also weggeworfen. Einfach weggeworfen. Naja, aber 66 ist nicht in Panik verfallen. Sie haben es dann noch runtergespielt, obwohl die Typ 5 langsam waren. Haben sie noch gut gemacht, ja. Ein 1-1. Ist eigentlich angenehm. So, dann begrüßen wir erstmal Harald. Schönen guten Abend. Flo, auch dir nochmal. Panda mal 2, einmal Panda Punch und einmal Surreal Leggy. Auf geht's nach Wadi. Zwergi auch, schönen guten Abend. War es hier nicht? Das war doch letzte Runde gegen Navi. Oder vorletzte Runde gegen Navi, wo 66 das obere Cap so hart gepusht hat. Wo Navi wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Mal gucken, ob das heute ähnlich läuft. Aber 1-1 gefällt mir nach der ersten Karte, ne? Es kann so weitergehen. Ah, jetzt hatten wir wieder nicht abgemacht, wer gewinnt. Jeff, wir hatten gar nicht gesagt, wer gewinnt heute. Ja, erschreckend. Was ist deine Ansicht? Natürlich die Schuld des Streamers. Ja, es tut mir sehr leid. Ich hab's auch vergessen. Ich weiß nicht, also jetzt nach den beiden Runden. Ja, es ist ja auch, wie ich gesagt habe, wenn AS so ein bisschen unter Druck gerät, dann machen sie halt Fehler. Diesen Fehler haben sie in der zweiten Runde gemacht. In der ersten Runde lief halt alles nach Plan, deswegen konnten sie ja spielen. Puh, weiß nicht, also ich kann mir vorstellen, wenn 66 jetzt anfängt, aggressiv zu spielen und AS mächtig durcheinander wirbelt, so wie eben in der zweiten Runde, dann wird 66 gewinnen. Ansonsten kann ich nicht sehen, dass AS gewinnt, sondern unentschieden. Also entweder gewinnt 66 oder unentschieden. Okay. Ein 4-2 für 66, damit könnte ich auch leben. Dann hoffen wir mal. Wie haben denn die Leute abgestimmt? Hat auch nur einer abgestimmt, okay. Einmal für AS, ne? Ja, egal wie es ausgeht, da gibt es leider dann nicht mehr. Ich glaube, es muss so anders eigentlich. Ja, wenn ich es aber zu spät ins Spiel laufen lasse, ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel laufen lasse, wäre es ja irgendwie schon ein bisschen, ne? Und steht schon 2-0 für 66 zum Beispiel oder für AS, wäre ein bisschen, ne? Ja. Das ist schon richtig, aber man darf immer diesen Delay nicht vergessen. Ja, ich habe also es lief bis, ich glaube, 5 Minuten ins erste Spiel rein. Ja. Das ist schon kritisch, wenn du Zeit verzögert hast. Das ist schon kritisch mit Vorhersagen oder mit sowas. Musst Twitch besser machen. Ja, ich habe, glaube ich, 15 Minuten laufen lassen. Munich, auch schönen guten Abend. Mehr Beteiligung, Chat. Also, ja. Okay, ich glaube, beide sind ready. Ja, ich hab gesagt, es war relativ, das letzte Mal sehr aggressiv von 66 auf der Karte. Wir haben bei AS Doppel-Chieftain, ein Baylor, Doppel-Murat, ein CS63 und ein T100 LT. 66er Seite Doppel-Chieftain, IS7 Murat, ein CS, ein Manticore und Grille 15. Im Manticore natürlich Titan. Der spielt den sehr gern, hab ich so. Ja. Hat er, glaube ich, auch letztes Mal gespielt. Da stand er hier unten an der Kante. Schauen wir mal, ob er das nochmal macht. Ich denke, beim Angriff werden wir wieder einen aggressiven Move sehen von 66, aber dann lassen wir uns überraschen. Erstmal AS im Angriff. Auf zwei Chiefs in der Mitte, der IS-7, eins dahinter, Manticore zusammen mit Q. Also es ist wieder ein defensives Setup, was hier 66 macht in der Verteidigung. Vlad vorne an die Kante, ja, das kann eklig sein fürs Gegnerteam.
Gab's schon die erste Schelle für Panzerschreck? Snitchy. Geht vorne an der Kante. Leicht. Er hat halt noch seiner Position. Sie ist da mit am Start. Schauen wir hier hinten. Jaroslav macht den nach außen. Zusammen mit den Mediums. Ja, stehen. Baylor ist jetzt aufgegangen. Spottet Vlad die Idee? Doch, ich wollte sagen, spottet er die Idee. Na, tut er. Mediums und der Leitank bewegen sich halt weiter auf der K-Linie. Ja, die werden da außen irgendwann rumkommen. Ich frage, ja, Titan stand da letztes Mal relativ gut an der Kante. Ja, diese Senke, wo die zwei Chieftains stehen, die ist halt auch super, um notfalls das A-Cap dann mit abzudecken, ja. Der Hunder fährt weiter über die K-Linie, mal gucken, was er da machen kann. Ich glaube, der Valor, das ist die Entfernung zu groß, der sieht den Easy nicht, der schießt immer vorne dran. Mal gespannt, ob sie jetzt aggressiver mit da ist oder ob sie erstmal in Position bleiben. Wir bleiben erstmal in Position mit einigen Mediums. Ja, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt, dass sie jetzt auch was schießen können, was der T-100 sehr kriegt. Sehr gespottet, jetzt ist aber auch der T-100 auf dem QB kassiert. Jaroslav sehr aggressiv da an den Hügel ran. Ja. Oder oh, da ist ein richtig. Schuss, aber ganz knapp. Ganz knapp. Der QB hat ordentlich kassiert, ist runter auf 800. Da kommen jetzt Murat und Grille 15 nochmal nach unten. Zur Unterstützung. Der zweite Chieftain von AS verlegt sich jetzt auch mit in die Mitte. Ah, will er nicht, ne? Weil er sonst vom IS-7 auf jeden Fall eine mitkriegt. Ja, wobei, du kannst ja halt trotzdem eine fangen. Wenn du diese Position haben willst, dann fährst du vorbei, fängst dir eine, fährst weiter. Damit muss man halt auch mal rechnen. Ja, ja, die HP ist manchmal ja auch da, mal so einen Stand. Diese einzubringen. Richtig. Manchmal geht's nicht ohne, manchmal musst du einfach. Der Valor stellt sich jetzt an die Kante, aber ich denke, die Grille hat da oben eine Position, um da zu wirken. Ja, da gab es jetzt Schüsse auf den Valor. Ja, von den, na, ich sag ja, die Position von den zwei Chieftains dort, die können halt wirklich alles abdecken. Er zieht da jetzt nochmal durch den Ditch durch. Er hat halt zwei Schüsse kassiert, das tut schon weh. Das ist jetzt praktisch Toolshot für die Grille. Ein CS fährt weiter ran. Murat verlagert sich in Richtung Heavies zusammen mit dem Light. Zweiter Murat fährt jetzt die K-Linie weiter runter in Richtung Bella und dem CS von AS. Hitpoint technisch nicht wirklich weit auseinander. Jetzt ein bisschen im Nachteil. Aber sie haben halt noch die bessere Position jetzt. Ja. Sie AS muss jetzt den Move machen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwo einen Light reinkriegen. Gerade wenn Titan dort noch steht, der unspotted cappen kann. Ja. Da ist wieder ein Bounce-Schuss auf den Weller. Also ich denke, das, was AS jetzt machen müsste, wäre mit dem Murats und den Chieftains zusammen die anderen zwei Chieftains dort wegzudrücken. Das kostet HP und es tut auch weh, aber ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Von irgendeiner Seite musst du anfangen anzugreifen. Da kommen die Hash jetzt geflogen. Ja. Auf den Weller. Ja, ein bisschen HP runterarbeiten, ist richtig. Ist wieder offen. Wir muss halt ein bisschen aufpassen, ja. Darf sich, wenn er noch einen fängt, dann ist er ein One-Shot, wenn es schlecht läuft. Mixer versucht Blindshots auf die Grille. Ja. Jeder hat jetzt mal nicht gepennt. Oder überhaupt nicht getroffen. Also doch getroffen, aber nichts mehr. Ja, jetzt geht's erstmal so ein bisschen Shootout hier. Richtig. Ja, sie probieren es auf die Grille, aber die verlegt sich auch ein bisschen nach den Schüssen. Das ist eigentlich nicht doof. Musst du auch machen. Du siehst ja mittlerweile, siehst du die Tracer ja deutlicher. Ja. Dann kannst du auch entsprechend reagieren. Ja, Miroslav geht auf. Ich bin mir nicht sicher, ob es Titan ist, der ihn spottet, oder ob es die zwei Chieftains aus der Mitte sind. Ich würde fast sagen, es ist Titan. Ah, aber sie wissen, wo Titan steht. Sie ahnen es zumindest. Ja.
meine, die Position hat er ja schon mal, wenn sie da mal ein bisschen geguckt haben bei Spielen oder was, dann ja. Kannst du das antizipieren. Aber so wie jetzt 66 steht, tut auch der Push, wenn sie die zwei Chieftains raushaben wollen, sehr weh. Bailo verliert ein paar HP wieder. Ich denke, hier an der Verteidigung wird sich AS ein bisschen die Zähne ausbeißen. Aber der T-100 macht jetzt den Move. Nicht gut. Er macht den Move, um Titan dort wegzukriegen. Aber Titan lässt sich jetzt auch droppen. Er lässt ja auch Titan abdroppen. Jetzt ist der Light auch wieder zu. Kann er da zumindest erstmal ein bisschen arbeiten? Jetzt muss man nur gucken, was das Team hinter ihm macht. Wobei Titan aber auch schon wieder unterwegs ist. Selber um zu verhindern, dass sie eben aufschließen. Was sie aber nicht tun, sie bleiben an ihren Positionen. Titan ist sehr vorsichtig beim Hochfahren. Eins wird ins Cap fahren, der TN-100. Ja. Titan fährt wieder runter. Oder kam gar nicht erst hoch, eins von beiden. Ja, Titan ist abgerutscht, aber kannst du ja jetzt nochmal machen. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder das wie letztes Mal. Geht auf. Ja. Der Manticore kann so oft die Leute resetten. Ja, die schmeißen da einen Panzer wahrscheinlich nach dem anderen rein. Naja, ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Also wenn er jetzt von der anderen Seite anfährt, Titan dann vielleicht schon. Wenn er von hier anfährt. Ja, obwohl. Murat und CS trauen sich nicht weiter, weil da was im Hintergrund steht. Jetzt sehen sie Titan. Sehen, wie er da durchfährt, um den Light zu spotten. Er muss aber wieder runter. Oh, das gab ein bisschen Fallschaden. 300. Nicht gerade wenig für einen Light Tank. Ja. Ich meine, er hat genug, aber trotzdem. Wir versuchen ihn jetzt zwar abzuhalten, aber. Ja. Wenn er unten durch die Mitte fahren. Ja, wenn er unten einfach lang fährt, ich denke, er wird dann fressen von den zwei anderen Chieftains. Aber. Ja, ich denke mal, er wird den Move jetzt machen. Ja, Titan fährt in die Richtung, wird gleich den Light spotten, weil der steht halt dicht dran. 30 Sekunden, wenn sie ihn einmal resettet haben. Dann war es das eigentlich auch schon. Da ist er auch schon offen. Titan fährt sogar ran, bounced aber mit seinem Schuss. 7 Sekunden. Getrackt, jetzt kommt der Reset durch den Sie Traktor. Müssten jetzt eigentlich Titan rauskriegen, ja? Oh, da hat er eine kassiert. Und er ist tot. So, Jaroslav muss da jetzt. Eine Minute. Oh, das guck mal, wie knapp das ist. Oh. Eigentlich müssen sie noch einen reinschicken. Ja. Und der Rest müsste 66 einfach nur weg. Ja, sie müssten jetzt eigentlich ja alles nach vorne schieben, ja. Bis auf zwei Panzer. So, jetzt muss 66 kommen. No Time to Die macht jetzt den Move, 30 Sekunden. Der Light ist das Wichtige, ist der Murat ist eigentlich egal, ne? Wenn sie den Light resetten, gewinnen sie es. Hauptsache Reset, dann hast du die Runde. Ja, jetzt kriegt er zwar Schüsse. Der ja, CS müsste sich da eigentlich entgegenschmeißen, kriegt von der Grille aber eine rein. Ja, sie kriegen ihn nicht raus. Sie kriegen den Murat nicht raus. Auch wenn der Weller jetzt geschossen hat, aber der Murat wird jetzt aufgehen, wird wahrscheinlich resettet werden. Ja. Ja, 43, 42. Oh. Der Weller hat nicht schnell genug nachgeladen. Der Murat wird den T100 gleich spotten wahrscheinlich. Und er verschießt. Da ist auch der Reset. Aber der Reset war nicht da, weil es ein Bouncer war. Jetzt erzählen wir es wieder. 27, 26. Was? Oh. Also der Weller müsste nach vorne und einen Brecher machen, macht er aber nicht. Jetzt kommt Kyubi mit dem CS, ist im Turbo. Er könnte es theoretisch in der Zeit schaffen. Oh, aber Kyubi ist jetzt. Boah, aber er fährt unten lang. Ja. 10 Sekunden, er muss ran. Aber jetzt ist er offen, der Jaroslav. Das ging schnell. Oh, der Chieftain von AS geht raus. Kann der TN100 diese eine Sekunde halten? Er kann. Wahnsinn! Uff! Also, so knapp. Also. Nee. 66 hat es gewonnen. Es war kein. Ja, 66 hat gewonnen. Ich dachte, dass. Sie haben ihn aber nicht resettet, ne? Richtig. Die Zeit war abgelaufen. Der Timer war eigentlich erst bei der Base und dann ist der Timer oben abgelaufen. Das Spiel sagt jetzt, 66 hat eigentlich gewonnen. Wobei das eigentlich nicht richtig ist, weil der Timer beim Cap war zuerst auf 0 und danach kam erst der Spieltimer auf 0. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die Regelhüter da sagen. Ja, ich denke, ne, das Spiel entscheidet schon auch selber, wer der Sieger ist. So wird das nicht sein, aber wer halt wirklich. Das läuft nicht immer so. Wer das halt wirklich bei
wenn Cap 0 erreicht, dann auch der Sieg direkt, ne? Und es würde nicht noch eine Sekunde länger gehen, dann hätte jetzt AS gewonnen. Na, interessant. Richtig. Aber wir hatten auch schon Turniere tatsächlich. Da war das auch schon mal so. Da hatten wir das, glaube ich, zweimal. Genau das Gleiche. Aber dann auch gesagt, vom Spiel her, wurde halt gesagt, ja, das andere Team hat gewonnen. Dann haben die Regelhüter aber gesagt, nee, wir haben ja gesehen, dass der Timer zuerst unten war und dann erst der Spieltimer. Ja. Wenn das hier so festgelegt ist, natürlich auch, wenn das Spiel sagt, das Team hat gewonnen, hat das Team gewonnen, dann ist das so. Aber es war auf jeden Fall mal interessant, dass das ja noch nie so scheiße knapp war. Ja. Wäre er nur eine Sekunde früher im Cap gewesen, ne? Ist wirklich so, ja. Oder wäre der Murat nicht rausgegangen, ne? Ja. Naja, schön. Schaden her, was haben wir? Aber die Grille? Cool, ne? Grille hat 3-2. Blizzard im Chieftain hat 3-2. Panzerschreck auch knappe 3. Die Sima hat auch noch 2 und dann geht's wieder steil runter. Titan hat 3k Spot, das ist natürlich stark. Da drüben. Mara im Chieftain 3k. Ja, das war wirklich knapp, so wie es sein muss. Runde 2, 66 als Angreifer. Doppelmura CS E6, ja, das sieht mir sehr nach dem Setup aus. Letztes Mal, wo sie Navi so gnadenlos überfahren haben. Rein theoretisch hat das Spiel sogar gesagt, also wir haben den Text gehabt, Basis ja. Wurde eingenommen. Also hat das Spiel da schon mal gesagt, AS hat gewonnen. Dann ja. Am Ende hat das Spiel aber gesagt, nee, 66 hat gewonnen. Also ein Timer unentschieden. Ja, man weiß es nicht, ne? Sehr komisch. Das ist, ja, sehr kurios auf jeden Fall. Also, Madame kommt nachher zum Interview noch von 66er Seite, ne? Da kann die uns natürlich auch noch ein bisschen was erzählen, wie das da ablief heute. Ja, die kommt wohl mit Kyubi zusammen, wenn ich das gelesen habe. Die okay. Eine Nachricht geschickt. Stimmt, das sollte ich dir noch sagen. Tja, vielen Dank. So, ja, nochmal Grüße auch an Kalki. Abend, Netix, Abend. Die kann man, glaube ich, schon. Ja, waren auf jeden Fall jetzt eine spannende Runde. Ne? Also, erste Runde AS, schöne Falle gestellt und dann 66 schön auseinander gepflückt, ja. Zweite Runde hatten sie es eigentlich auch fast in der Tasche und haben es dann aber noch weggeschmissen und jetzt hier. Ja, ich weiß auch nicht, ne? 66 hat AS wirklich komplett dann nachher aus dem Leben gepflückt, weil halt AS da halt versucht hat, irgendwie die zwei Panzer im Cap zu schützen. Und dann weiß ich nicht, ne? Also, das Spiel sagt das eine, wir haben irgendwie das andere gesehen. Naja. Das war auf jeden Fall mal was anderes wieder. Richtig. Etwas, was wir noch nicht hatten. So, ja. Runde 4. Wir haben auf Seiten von AS ein VZ50, ein Chieftain Mark 6, ein Valor, 2 IS-7, ein Murat und ein CS-63. 66 kommt mit Doppel-IS-7, Doppel-Murat, Doppel-CS und T95-E6. So, mal gucken, ob AS sich eine Runde zurückholen kann jetzt. Ja. Also, das letzte Mal sind sie aggressiv aufs B-Cap gefahren, die 66er. Dieses Mal kommt jetzt drauf an, wohin die IS-7 abbiegt. Ich glaube, die kommen wieder hoch. Kommen durch die Mitte. Ja, meine ich ja. Also, Eieiei. Okay, das sieht wieder. Das wird wieder sportlich. Das wird wieder aggressiv. Ich denke, Lucky hat da oben keinen Spaß. Ja, oh, und die VZ und der ganz I7 ganz fahren nach außen. Ah, er sieht jetzt schon den ersten CS. Ja, es ist nur ein Valor dort. Boah, sie verfehlen den Murat aus der Fahrt. Er zieht sich aber auch ganz schnell zurück. Er hat ja, schon das gemerkt, macht er, das macht er richtig, aber der Valor wird jetzt gleich gnadenlos aus dem Weg. Der wird jetzt gleich richtig hart. Der VZ dreht sich wieder um. Oh, der Valor verlegt sich. Gut. Aber sie müssen halt die Leute da wegpushen, ne? Das ist jetzt ein Dreifach-Cap. Ja, werden sie halt im Cap sitzen. Ja. Würde ich auch machen. Oh Gott. Das ist schon ekelhaft hier. Ja, sie pushen durch. Sie wollen nicht cappen. Nein. Okay. Du musst halt nur noch warten ein bisschen. Bis ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Aktion ist, ne? Weil sie hätten es, denke ich, safe durchkämpfen. Ein bisschen geblutet, aber ja. Jetzt gerade nicht mehr. Ja, sie hätten es safe ja, durchkämpfen können. Raus. Naja. Was? Ich bin jetzt
gleich nochmal schauen. Im Chat schreiben sie, AS hat die Runde gewonnen. Hab ich ja, das? War ja auch eigentlich so, weil da stand Basis 1. Ja, ja, nee, aber ja, danach war 66 in blau oder halt grün, ja, ich weiß. Wir schauen jetzt da nochmal nach, es tut mir leid, ne? Als ich jetzt hier einen groben Schnitzer gemacht habe, aber ich habe gedacht, wir kontrollieren das jetzt gleich nochmal. René, guten Abend. So, also, ne, 66 hat jetzt hier einen Panzer verloren. Sie liegen AP-technisch hinten. Aber sie haben halt das komplette. Ich weiß nicht, ja, jetzt mal jetzt Captain Sir. Naja, klar. Also, sie hätten das, ich denke, sie hätten das vorher schon machen können, aber vielleicht wollten sie auch einfach ein bisschen Spaß haben, ne, ein bisschen Panzer schreddern. Wenn du erstmal die Möglichkeit hast, zumindest einen Panzer, der in der Nähe vom Cap ist, rauszuholen, dann machst du das natürlich. Dann hast du erstmal ein bisschen Ruhe beim Cap, wobei Snitch jetzt gerade eine kassiert hat. So viel dazu. Oh, jetzt AS stellt sich ein bisschen im Halbkreis auf, dort unten, dort oben, das ist nicht verkehrt. 30 Sekunden der I7. Sie haben aber halt, AS hat jetzt auch 1.500 HP Vorteil. Ja, 18 Sekunden. Ja, es müssten eigentlich nur, ja, Mara muss jetzt über den Hill fahren, das tut weh. Ja, das war der falsche. Na, das. Oh, aber ein Reset kam auf Charlie. Ja, sie müssen halt Snitchy jetzt. Ah, ja, okay, Snitchy wurde resettet. So, jetzt blutet AS hier natürlich mit dem Move ein bisschen. Jetzt hat 66 wieder aufgeholt, HP-technisch. Sind jetzt nur noch 500 Unterschied. So, mal gucken, was jetzt passiert. Charlie. Oh, Charlie hat den Move nach vorne gemacht. Wurde rausgenommen. No Time to Die wurde jetzt auch rausgenommen. Ja, der VZ dort unten stand da noch. Schönes Kreuzfeuer. Ja, 25. Interessant. Oh, und er brennt und er geht raus. Der Murat kommt jetzt reingefahren. Er bounce, Panzerschreck bounce den ersten. Einen hat er noch. Das reicht nicht. Oh, jetzt reicht's. Ah, ne. So, AS hat noch 4 Panzer. Und, na, noch 3 Panzer. 66 nur noch 2. Der Chieftain ist full life, ne? Der kann sich jetzt noch ein bisschen was fangen. Panzerschreck ist raus. Ja, ich denke, das wird's gewesen sein. Denke ich auch. Ja, gegen den Chieftain, ne? Ist drauf da. Da gibt's noch einen von der Seite vom CS. Ja. Chieftain müsste ihn haben. Also, mein schöner Sieg für AS jetzt. Mein Eindruck war, 66 hätte das einfach durch Cap mit den 3 Panzern gewinnen können. Ne, vermutlich schon. AS stand am Anfang noch so verteilt, dass die gar nicht irgendwie zum Zug hätten kommen können. Ja, nachher haben sie sich aufgestellt außenrum, dass sie Schussfeld hatten. Die erste Aktion, aber man weiß es nicht, ne? Das ist jetzt nur wieder Kommentar von oben. Wir schauen jetzt gerade nochmal. QB mit 4000 Damage natürlich stark. Der Panzerschreck mit 2,4. Der E6 mit 2. Ja, und danach geht es wieder ein bisschen nach unten. Der VZ bei AS 4,2. Der IS mit 3,7. Lucky auch noch 2,3. Und dann fällt es auch wieder ab. Ja, schön gespielt auf jeden Fall von AS. Haben sie gut gemacht, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht sinnlos reingefahren, haben sich schön verteilt wieder, Kreuzfeuer aufgebaut und dann die Panzer abgefahren. Wir schauen jetzt nochmal kurz auf die letzte Runde. Niederlage war die und ich war auf Seiten von... Ja, hier steht Sieger AS. Also dann war es Entschuldigung vielmals, ne, das war dann mein Fehler. Ja, der Spieler hat aber auch 66 in blau respektive grün angezeigt, ganz am Ende. Obwohl halt vorher... Also, ja, Basis, es tut mir leid, Leute, das ist mein Fehler. Mando zurück. Siehst du, da hatten wir doch mit dem Ersteindruck recht. Ja, ne, dachte ich auch, aber war dann schlecht. Mein Fehler. Ja, mit dem Ersteindruck lagen wir richtig, dass wir gesagt haben, AS hat gewonnen. Ja. Dann haben wir aber gesehen, dass der 66 in den Gewinnerfarben quasi eingeblendet wird. Dementsprechend dann revidiert und dann nicht mehr weitergeguckt. Naja, so damit steht's passiert, jetzt. Gerade wenn man so im Rausch ist, ne? Das ja, war knapp. Aber sorry nochmal, ja, es steht jetzt 3-1 für AS. 66 noch ein Unentschieden holen will, müssen sie erst beide Himmelsdorf unten gewinnen. Jawohl.
Also, ich schreibe es nochmal jetzt hier in den Chat. Sehe wieder schöne Panzer hier für Himmelsdorf. Ja. Das, ja, Himmelsdorf, ne, da gibt's. Autoloader, 3 Stück. Drei sogar? Drei Stück. So, dann nochmal danke, Rundi, für den Follow, dankeschön. Antwort okay, aber dann sind wir ja mal gespannt, die 100 mitnehmen für den Typ. Ja. Bei 66 einen E100 für. Habe ich nicht gesehen. Schauen wir mal. So, also wir haben bei AS ein E100, ein Typ 5 Heavy, 2 T58 Heavy, ein T57 Heavy und 2 IS7. 66 mit WZQL, E100, Doppel-IS7, Doppel-IS4, T110 E4. Das ist ein kleines Bollwerk auf Seiten von 66. Ja. So, AS greift an, also mit der Autoloader-Action, ne, da kannst du halt kurz mal was wegblasen. Mit 2 T58 und einem T57 RW. Bin mal gespannt, wie sie die einsetzen. Gesetz den Fall, du kriegst nicht selber vom, keine Ahnung, E4 und E100 eine Kelle, dann tut's auch weh. Und deshalb haben sie den E100 mit für den E4, weil der 11 Punkte. AS begibt sich hier mit dem IS-7 in die vorderste Position auf dem Marktplatz. E100 und TIE bleiben ein bisschen zurück und gehen jetzt gar nicht so aggressiv vor. Während die Autoloader den Heavyhof, den Hügelhof an den Heavyhof fahren. Ja, ne? Und hier die zwei IS-4 decken ab, die fahren aber auch nicht hoch. No Time to Die guckt einmal um die Ecke. Wird gespottet, sieht aber auch selber den T57. T58 jetzt neben ihm, ist noch nicht gespottet. Kommen auch schon die Pings. Titan in der Mitte mit dem QL. E100 QB ist offen. Da wird jetzt erstmal geguckt. Da wird geguckt und es werden Informationen geholt anscheinend. Ist auch nicht so verkehrt. Schauen. E100 ist auch offen gewesen. Wir sind für diesen Schuss. Also grobe Vorstellung hat AS jetzt ungefähr, ne? Wo sollten sie haben. Was steht? Jetzt sind wir gespannt, wie sie das machen. So. Und wann sie was machen. Ja. Also sie zeigen halt auch beide T58. Ja. Also 66 weiß Bescheid, da oben sind beide. Und sie wissen auch, dass der 57er da oben war. Der war ja auch schon offen. Ja. Sie lassen es gemächlich angehen. Keine Hektik. Ja, muss man ja auch nicht haben. Na, du hast ja noch genug Zeit auf Uhr. 30. So groß ist die Karte nicht. Mit den Autoloadern. Also ich würde mich freuen, wenn es da mal so richtige Schellen gibt, ne? Aber ich würde mir jetzt wünschen, dass auf jeden Fall 66 gewinnt, weil T58 hat gesessen. Tat weh. Der IS-7 hat im gleichen Moment auch eine kassiert. Ja. Ist natürlich nicht so gut. Oh, da gab's eine auf Titan. Auf den QL. Spannend, wo AS den Push versuchen wird oder ob es jetzt. Würde auch generell interessieren, wo sie versuchen, was zu tun. Roman, nochmal Dankeschön an den Git für Thunder, ne? Dann ist er jetzt glücklich. So. Typ 5 E100 bewegen sich zu den Bahnschienen. Dem IS-7 zusammen mit der zweiten IS-7 auch, ja. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen Bewegung jetzt. Die Leute von Eis. Auf jeden Fall nur ein bisschen. Aber es sieht aus, der erste T58 fährt vom Hyper da den schnellen Weg. Nee, nimmt er nicht.
oder schon angepingt, in welche Richtung das gehen soll. Oh, Mara hat da nochmal in der Vorbeifahrt kassiert mit mir. Oh, da brennt einer. Da haben wir einen Type, der brennt. Ja, er ist on fire. Oh, und der E100 kassiert auch. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Dreierlinie ist keine gute Idee, gegen den E4 zu pushen. Wenn, dann hättest du direkt so fahren müssen. Ja. So, jetzt die IS-7. AP-Vorteil für 66 aktuell. Charlie fährt jetzt hinten rum, der QL kassiert nochmal eine von beiden. Charlie sichert jetzt hinten ab auf der 1. Halten ist jetzt ja, aber auch auf 1, den anderen 2 7, der kassiert jetzt. Aber der kann jetzt Cap drucken. Wenn er dann richtig reinfährt, ja. Im Moment bleibt er da einfach nur am Rand stehen. Jetzt ist die Frage, fahren die IS-4 noch hoch oder? Ne, die verlegen sich jetzt nach unten. So, jetzt macht jetzt der, ist er drin. Jetzt ist er drin. Der Typ 5 ist schon low HP. Jetzt müssen sie sich aber auch möglichst schnell aufstellen mit ihren Autolodern gerade auch, ja, damit sie da den IS-7 absichern können. Ja. Ja, ein 100 könnte jetzt HE-Land versuchen, den IS-7 zu splashen. Zumindest ein bisschen. Ja, jetzt parkt sie sich aber ganz, ganz eng ans Gebäude. Charlie bekommt jetzt Unterstützung von Snitchy im IS-7. Wenn die beide jetzt da ranfahren, ja. Ja, obwohl, jetzt kommen auch die Autoloader von AS mal aufgerückt in Richtung IS-7. Sollten ja, aber nicht so weit fahren. Oh ja, der, da gibt's die Schelle. Und der Lowlife fährt nach vorne als erster. Ja, das ist natürlich auch nicht smart, ne? Du schickst auch kein Lowlife zuerst. Sie, ne, also ne, ist, die Russenpanzer sind halt auch nicht die einfachsten. Bounce, so, und da brennt er aber. Brand. Oh. Charlie am Brennen, Charlie on fire. Ja, der hier in 100 fährt, aber Q wie Vollgas da. Wird jetzt einmal getrackt, zieht das Rap-Kit, fährt weiter. So, jetzt sind die T-58. Der T7 jetzt wird der Reload. E7 gespottet. Oh, Charlie ist One-Shot. Der N100 sitzt da vorne an der Ecke, gibt ein paar Schüsse ab. Oh, 42 Sekunden, aber die IS-4 sind jetzt da. Ja, die müssen da jetzt nur vorbeifahren, in diese Gasse rein, einmal reinhalten. Dann haben sie resettet. No Time fährt jetzt auch gleich rüber. Nee, er wartet noch ab, er kann gar nicht reinfahren. Oh, jetzt ist der erste. Der erste T58 ist raus. Ja, aber jetzt können sie halt den IS-7. Hier kriegt jetzt aber ordentlich. Jetzt muss mal einer auf den IS-7 kommen. Der hat sich selber resettet. Der hat sich selber resettet. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ist zu weit zurückgefahren. Das war jetzt auch nicht so doll. One-Shot T57 steht da. E4 kommt angerödelt. Der hat noch HP. E100 genauso. Oh, jetzt ist der erste IS-4 raus. Gleichstand. Maran IS-7 ist noch voll am Marktplatz. Viel zu weit weg eigentlich. Ja, da geht der nächste T57 raus. E4 auf dem IS-7, zack, das hat wehgetan. Snitchy kassiert eine, da gab es noch eine. Jetzt sind sie aber relativ. Oh, jetzt sind alle One-Shot für den T58 dort hinten. Oh, da geht aber 66 frisst, aber richtig. Aber der E4. Der E100 ist One-Shot. Ja, E4 ist jetzt. So, Lucky hat jetzt, glaube ich, noch einen. One-Shot. So, jetzt Mara hat noch ein bisschen HP, er hat 100 ist raus. Ja. Mara muss jetzt die HP auch ein bisschen einbringen, weil der T58 hinten ist spawn, der T-Typ 5 ist spawn. Das ist schon zu spät. Das ist schon zu spät. Ja. An sich. Er kämpft jetzt gegen E100. Wenn der einmal pennt, dann hat er auch schon wieder ein paar HP verloren. So, der T58 ist jetzt auch. Jetzt ist ein 1 gegen 4. Nur noch Mara gegen alle. Ja, ein kleiner, da kommt er jetzt ein High-Roll. Er müsste den E100 holen. Er könnte jeden rausholen. Ja, da ist der High-Roll. So, jetzt sind sie alle one. Und es war. Ja, Snitchy zieht nur die Kette. Charlie kommt jetzt einmal reingefahren, verschießt. Oh, und Mara, er geht im Rückwärtsgang. So, jetzt haben wir. Jetzt wird's knifflig. Wenn er jetzt noch den Snitchy kriegt. Aber jetzt kommt hinten der E4. Snitchy muss jetzt nur abwarten in der Position, bis der E4 kommt von irgendeiner Seite eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Holen. Mara muss irgendeinen Move machen. Ja, 1:30. Ja, aber wenn er gerade, wenn sie gerade, oder er oder sie, ich bin mir nicht sicher. Sie müssen ihn ja nicht pushen. Ja. Sie müssen ihn ja nicht mal rausholen. Sie brauchen nur abwarten. 30. Oh, bei Mara wird jetzt die Pumpe gehen, nehme ich an. Er muss was machen. Das ist halt das Ding, ja. Wenn er die Runde holen will, muss er was machen. Er braucht 2 für den E4. Ich glaube nicht, dass er den Mega High Roll da rausholen kann. Aber er holt jetzt den. Er wird, denke ich, jetzt versuchen, den E7 zu holen. Oh, zu weit. Das kann. Ja. Oh. Er holt ihn noch. Er holt ihn noch. Aber ja, aber der ist One-Shot für den E4. Ja,
Aber wenn er seitlich an den E4 kommt. Ja, der E4 kann sich aber mitdrehen, jawohl. Schön. Knapp bis zum Ende, schön. Gefällt mir. Oh, E4 mit 7400 Damage. Ja, da hat sich der Jagdpanzer auf jeden Fall bezahlt gemacht, ne? Uiuiui. Na, werden wir jetzt sehen, aber... Das ist auch nicht alle Tage mit 7 km kommt, gell? Das ist wohl wahr, ne? Da hat er seinem Team ein bisschen den Arsch gerettet. Wenn man aber sieht hier... wirklich, er ist ja auch mit reingefahren, hat seine HP reingeschmissen, die Schüsse gut getroffen, ja. Ja, der E100, ja, der 9-Punkte-Panzer ist aber auf Seiten von AS mit 4-2 rausgegangen und der Typ 5, der eigentlich der 11-Punkte-Panzer ist, hat nur 1-8 gemacht. 7. Ende 166 jetzt schon mal wieder geholt. Ja, jetzt Entscheidung, ob es ein Unentschieden wird. Oder doch ein Sieg für AS. Ah, der E100Q hat noch gut Schaden gemacht, Snitchy noch mit 2, dann fällt es auch wieder ab. Die 2 T58 haben sich nicht bezahlt gemacht, hat hier nur einen Schuss gepennt. Das ist zu wenig. T57 2000, okay, aber auch nicht großartig. Naja, schön. So, also, es steht jetzt auf jeden Fall 2-3 für AS. Nochmal, es war knapp bis zum Ende, haben sie schön gemacht, ne? Der E4 war Man of the Match, würde ich sagen. Ja, AS zum Schluss, ja. Mara natürlich dafür, dass er noch, dass er oder sie, wie gesagt, nicht sicher, noch Full Life war. Bisschen zu spät eingebracht. Sie hat halt Glück, dass einmal der High Roll auf den E100, ne, mit 510 oder 505, war ich bin mir sehr sicher. Auf jeden Fall der High Roll und dann die ganzen Low Lives halt abgefrühstückt. Bisschen früher mit eingreifen und AS hätte da auf jeden Fall noch eine Chance gehabt. Aber so ist es mir am liebsten. Spannend bis zum Schluss, ne? 2-3. Ja, Spannung ist auf jeden Fall noch am Start. Letzte Runde. AS bereitet sich in aller Ruhe vor. Das geht natürlich für sie um den Sieg jetzt. Mhm. Ich kann mir nochmal hier ein bisschen die Tabelle anschauen. Vor dem Spieltag war 66 auf Platz 6. AS auf Platz 12. Aber beide haben ja genau gleiche Anzahl von Siegen und Niederlagen. Das heißt, da geht es schon noch einiges nach oben, nach unten in der Tabelle. Ja, für die geht es jetzt hier also wirklich um was. Titan wieder im Minotauro. Ja, das hat er, glaube ich, schon mal versucht. Im 66, das hatten wir gesehen. In EU hat er ihn, glaube ich, gespielt. Ich glaube, war das Einzige dort. Ja, war close auf jeden Fall zum Schluss. So, die Entscheidungsrunde. Runde 6. Wird es ein Unentschieden geben? Oder kann AS den Sieg davontragen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Also, auf Seiten von AS haben wir ein E100, ein Typ 5, ein T58, zwei T57 und zwei E7. 66 kommt mit T58 Heavy im Doppelpack, ebenso E7 im Doppelpack, E4 im Doppelpack und ein Minotauro. Das ist interessant. Dann schauen wir mal, wie 66 vorgeht, um sich eventuell noch das Unentschieden zu sichern. Oh, ich denke, es wird einen Push durch die Bananengasse mit Unterstützung durch oben geben. Die zwei E7 sind nach oben. Und... Ja, wird jetzt gewartet auf die Nachzügler. Ja, die E4 fahren vor. Oh, Jaroslav ganz aggressiv hier. Der E7. Das wird aber er richtig. Wahrscheinlich gleich bereuen, aber er weiß... Denke ich auch. Aber so wissen jetzt sie halt... Weiß er, dass sie da sind. So wissen sie halt, wie 66 fahren wird, ne? Das tut ihm jetzt ja, sehr weh. Ja, schon den ersten vom ES4. Ja. So, jetzt... Ja, sie müssen ihn jetzt halt irgendwie so raus. Bezahlen. Ja, aber jetzt, da ist der T58. Er ist den ersten angebracht. Zack, gebounced. Das tut 66 jetzt auch richtig weh, ne? Aber Jaroslav auch. Hm. Ja, das... Oh, schon. Da pushen sie hier mit den ES7 zeitgleich Snitchy und Charlie von hinten ran an den Gegner. Fokus. Und der ist gleich One-Shot auch tot. So ziemlich. Und tot. Und weg ist er. Jaroslav lebt noch, ist aber One-Shot. Der jetzt ist er auch raus. Auch raus. Zwei Panzer im Rückstand. Sie haben es jetzt böse in die Zange genommen, ne? Eieieiei. Ich denke, das holt sich 66, so wie es aussieht. Auf jeden Fall. Das können sie eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Ja, die vor allem mit dem Push. Die noch da sind, sind im Reload. Und sie pushen halt. 66 hat ja selber zwei. Ja. Da kommt der nächste ES4. Ja. 58er. Minotauro zielt wieder. Zack, ist er raus. Schön gespielt. Und jetzt wird weitergerollt.
Richtig. Panzerschreck fährt vor, kriegt zwar eine, fährt aber weiter, kriegt noch eine, fährt weiter. Ja. Kriegt noch eine, fährt weiter, gibt eine in Return ab. 57er, ist jetzt im Reload. 58er versucht es nochmal, aber es wird halt gnadenlos draufgefahren. Ja. Das können sie auch. Ist auch sie richtig. Haben die AP, sie haben die Panzer. Da wird jetzt alles einfach weggedrückt. Einfach weggedrückt. Fokusfeuer stimmt, ja, das Trading stimmt, HP sind da, Panzer sind da. Ja, da waren es jetzt überlegen, ne? Also, ich denke, wenn die zwei I7 nicht auf dem Hill gewesen wären, wäre es kritisch gewesen für 66, ja? Ja, aber durch schon. Die zwei I7, die da erstmal den T57 aus dem Leben husten und halt für Entlastung sorgen, dass die in der Gasse nicht wirklich beschossen werden können, war halt, Lade ne? aufgegeben. Ja, ja. Brauchst du auch nicht mehr, da ne? Da geht nichts mehr. Das vorige Spiel bei Mara war ja noch knapp, aber das war jetzt wirklich so dieses Aggressive, was wir ja auch schon ein paar Mal bei 66 gesehen haben. Einfach machen. Ja. Durch da. Ihr so, Plan das haben durch. Wir auch zeitgleich gut gemacht. Das hat funktioniert, ja. Der I7 hat sie kurz irritiert, du hast es gemerkt, ne? Da war kurz, oh oh, scheiße. Und aber dann trotzdem der Push. Sie haben den I7 möglichst schnell runtergearbeitet, die I7 hinten, wie gesagt, den T57 weggeholt. Und die anderen Autoloader konnten dann auch nicht mehr wirklich arbeiten. Schön. Ja, verdient es. Vom IS-7 war jetzt, ja, ich hätte den nicht gemacht. Das ist zu aggressiv, du bist zu weit vorne. Wenn da ein Push kommt, dann stehst du da einfach nur als Beute. Das ist so. Ja. Und 66 hat halt einfach, klar, sie haben ihn gesehen, haben gesagt, kleinen Moment mal. Ja, egal, einfach drauf. Da die vorbeifahren, Schussfeld kriegen, schießen mal drauf. Der Letzte, der zurückbleibt, kümmert sich um den und dann geht's weiter. Ja. Der Rest fährt weiter. Zeitgleich IS-7er über den Berg, einfach durch. Einfach hoch, rüber, runter, weiter. Ja. Ich sag mal so, wenn du da jetzt nicht diese IS-7 hast, die da maximal vom Hill pushen, ist, denke ich, der IS-7 dort vorne nicht schlecht, weil du hast ja eigentlich immer an dieser Bananengasse an dem Ende, wenn du da einen Push drüber kommst, erstmal die Panzer, die sich dort aufbäumen. Ich denke, der war auch genau dafür gedacht. Und wenn die IS-7 nicht kommen zur Entlastung, hat 66, denke ich, ein Problem, weil sie dann halt vom IS-7 von der Seite und von vorne von dem Zeug fressen. Aber ja, im Push sind sie, waren sie besser jetzt deutlicher. Den IS-7 mit dem Move dann einfach durchziehen, wie du gesagt hast, der Letzte kümmert sich um ihn an der Seite. War auf jeden Fall der richtige Move von 66. So, stimmt, dann können. Ich denke, schadenstechnisch war es jetzt hier nicht so. IS-4, 4200, IS-7, 29, das war schön verteilt bei 66. Und bei AS hat nur ein T58 wirklich Schaden geschossen. War eindeutig die letzte Runde. Aber gut. So, also das waren die bisherigen Spiele. Jetzt ein 3-3 zum Schluss. Ich denke, das ist für beide Teams nicht optimal. Na, was die Platzierung angeht. Aber sie haben es halt geschafft, ja? Ja. Unentschieden haben sie sich noch geholt. War stark gespielt, auch Himmelsdorf, ja. AS hatte ein bisschen Glück in der ersten Runde Himmelsdorf, dass die I7 halt noch Full Life war und da noch die Panzer rausgeholt hat, aber jetzt in der zweiten. So, gucken. Das ist der momentane Stand der Tabelle gewesen, ja, also One unangefochten Platz 1. Am Samstag streamen wir Immortals gegen Durchblick, ja, das wird, denke ich, Spiel um Platz 2 werden. So, vor dem Spieltag haben wir jetzt hier 66. Und AS hier, ne? Beide kriegen jetzt einen Unentschieden noch dazu. Und je nachdem werden die jetzt wahrscheinlich durchgereicht, ja? Werden jetzt die anderen hinten dran nicht auch Unentschieden spielen. Also für AS war es, denke ich, ein schlechter Ausgang jetzt mit dem Ding. So, dann warten wir jetzt noch, bis Madame vorbeikommt. Vielleicht nochmal kurz ein kleines Gespräch mit uns. Ja, ich fand's sehr gut. War unterhaltsam. Das ist das, was am Samstag dann ansteht. Da können wir schon mal drauf eingehen. Ne? Wir haben Samstag 20:30 Durchblick gegen Immortals. Da seht ihr nochmal bisherigen Verläufe. Okay, sind beide schon mal da. Traum. Madame, einen wunderschönen guten Abend. Ach, ja, einen Abend. Ich habe gerade noch geschrieben gehabt, dass nicht Kübi, sondern Janik mitkommt. Da ist ja schon. Schönen guten Abend. Guten Abend.
Guten Tag. Erstmal schöne Spiele, ne? Hab da zum Schluss noch schön rumgerissen zum 3-3. Ja, waren unterhaltsame Spiele für uns auf jeden Fall. So overall, wie würdet ihr den Abend einschätzen? Anfang ist ein bisschen wild. Es halt sehr wild rumging, viele Fehler gemacht halt, ne? Ja. Hat man deutlich, glaube ich, gesehen. Und viel Schwachsinn wurde in der Party gequatscht und ja, dann kamen halt die Fehler, dass ich niemand kurz hinterher konnte. Okay, seid ein bisschen durcheinander gekommen, ja. 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 Ja, passiert, ne? Wenn es ein bisschen, wenn es nicht so läuft, dann oftmals hat jeder was zu sagen auf einmal. Ja, gehen wir mal auf die einzelnen Runden ein. Runde 1 auf Steppen. Euer erster Eindruck, ne? Der AS hat das gewonnen gehabt. Kann ich nicht so sagen, ich halt ein bisschen Maria machen. Wieso? Also, ich war nicht dabei. Ja, also. Ach ja, stimmt, die erste Runde, die hab ich die gespielt? Ja, da warst du mit dabei, das war da, wo die zwei Murats außen. Genau, wo die zwei Murats außen direkt weggelötet wurden. Ja, bin. Na, wir waren erstmal voll irritiert, weil erstmal sind ja unsere Mediums rum und dann hat man ja so gut wie alle gesehen. Dann ja. Sind wir mit vorgerückt und dann haben die sich da komplett zurückgezogen und wir haben die ganze Zeit geredet, die ziehen die sich jetzt echt komplett zurück und drehen um. Also das ging ja schon so in die Richtung, wo es ja dann letztlich auch hinging, ne? Ja. Ja, und dann kam ja das halt auch mit dem Cap und sowas und dann musste man dann irgendwann auch irgendwie reinpushen, ne? Ja. Aber es hat dann auch nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja, das war auf jeden Fall schön runtergespielt von AS, die Runde, ne, nachdem sie die zwei Murats raus hatten und dann musstet ihr irgendwann ins Cap und da haben sie euch ja praktisch ja. Dann reingezogen. Runde 2 habt ihr. Na, gewonnen. Sie hätten es im Endeffekt ja auch schnell machen können. Ja. Ja, sie hätten ja im Endeffekt auch einfach raufpushen können, ne? Und ja, da waren wir irgendwann völlig irritiert, ne? Ja, ihr wart halt zwei weniger und die haben sich halt gedacht, ja, sie waren sich dann wahrscheinlich noch nicht sicher, ja. ob sie vielleicht das auch schaffen oder ob sie es dann wegschmeißen. Ja, man hat gesehen, Runde 2, dann haben sie es ja auch wieder weggeschmissen. Ja, sie hatten eigentlich auch den Vorteil. Ich glaube, sie haben QB an der Seite im Progetto weggepusht gehabt und sind dann euren Mediums praktisch hinterhergefahren in die Heavy-Gasse rein. Und ja, irgendwie habt ihr dann aber diesen Shootout für euch entschieden mit den Typ 5. So. Ja, weil der Type 5 gleich den Light für 800 weggeklatscht hat, ne? Das war ja, natürlich das, gut. Das war gut, ja. Den Almurat hat ja auch gleich noch eine HI-Kelle kassiert. Das hat ja. Dann auch erstmal ein bisschen Zeit für ihn gewarst. Hab leider halt auf den Murat halt gefehlt. Ja. Da war ich dabei, ja. Und wäre es halt vielleicht schon früher halt zu Ende gewesen, aber war halt echt close. Ja. Sie haben es halt schlecht ausgespielt, wie es halt, dass unsere Types halt alleine halt den Chief den pushen konnten. Richtig. Ja, ihre Mediums haben das eigentlich gut gemacht, ja, die haben euch da ein bisschen unter Druck gesetzt und dann sind ihre Heavys aber gar nicht nachgerückt, ja, und dann konntet ihr sie so nach und nach einzeln aus dem Leben holen. Alles, ja, die haben sie halt viel zu spät halt rangezogen, das war ja. Halt deren Fehler und haben es halt nicht ausgenutzt. So, war ja, frag mal nicht nach, wie es war, wenn du nur zuhörst, ja, und nur das Gequatsche hörst, weißt du, und so irgendwann dann gar keinen Plan mehr hast, wie es gerade steht. Das war grausam, sag ich dir. Und dann alles immer so spannend bis zur letzten Sekunde. Ja, es war, ja, gerade, ne, Runde 3 auf Wadi, da war es wirklich dieses, da habe ich auch einen Fehler gemacht, da hatte ich erst gedacht, dass ihr das gewonnen habt, ja, weil der Timer war abgelaufen, mit dieser 1 Sekunde, eigentlich hat AS durchgekappt, aber im Siegerbildschirm war dann auf einmal wieder ihr vorne dran. Und ja, das war auf jeden Fall intensives Game. Wer war von euch da am Start? Ich, mehr ist halt close, wir sind halt, unser CS ist leider den langen Weg gefahren als den kurzen, weil ich habe den Call gegeben, ich nehme mit der Grille die 86 HP raus, ist halt ein Safe-Shot, anstatt halt auf den Scout, weil da ist halt in dieser Senke steht, wo nur die Schieß rankommen, und er macht leider den langen Weg halt, und das hat uns halt einfach die Zeit gekostet. Ja. Und was unser größter Fehler halt auch war, wir haben unsere E7 viel zu spät halt da weggezogen, oder er hat es halt auch selber nicht geschaltet. Dann hätte man die Chiefs vielleicht halt unter Druck setzen können und unser Light hätte da vielleicht noch ein bisschen überlegen können. Ja, Titan ist, glaube ich, dann auch gestorben zum Schluss durchs Abrutschen. Jeff, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke fürs Kommentieren wieder. Ja, das war auf jeden Fall sehr knapp, ne? Ihr habt sie nachher richtig zusammengeschossen. Und es war nur noch ein Chief, der nachher am Leben und der Light halt in der Basis, der das wirklich dann mit einer halben Sekunde oder so Vorsprung weggekappt hat. War ein bisschen bitter. Wie läuft es dann ab? Sagt dann der FK, ihr pusht nach vorne oder entscheidet ihr das dann in dem Fall einzeln?
Ja, also zum Teil hatte der FK das halt gesagt, aber ich hatte halt auch selber halt den Call gegeben, dass unser CS den kurzen Weg fahren sollte. Ich würde den Chief den von Seite halten, dass er halt natürlich nicht One-Shot wird, dass der andere Chief den rausnehmen kann. Ja. Aber, ja. Waren halt einige Denkfehler dabei, haben viele nicht mitgedacht, wie es halt, selbst entscheidende Calls halt haben halt gefehlt. Ja. Kann eben mal passieren. Ja, ne, jeder hat mal guten, nicht so guten Tag. Ja, war die zweite Runde auch. Da hat AS gewonnen. Wir waren uns nicht ganz sicher. Eigentlich standet ihr schon im Cap drin und der Cap-Timer ist runtergelaufen, aber ihr habt euch dann entschieden, wieder weiter vorzupushen. Warum? Oder habt ihr gedacht, das reicht vielleicht nicht? Ihr wolltet sie weg oder ihr wolltet einfach überfahren? Ja, der Call kam vom FK, wie es halt, dass der Murat und die E7 da weggepusht werden sollten. Hm? Und ja, es ging in die Hose, ganz klar. Ja, ja, es von oben sah es halt so aus, ne? Ihr hattet das da eigentlich safe, standet im Cap, die konnten euch nicht wirklich was und dann seid ihr rausgefahren und dann hat AS halt Zeit gehabt, sich unten im Halbkreis so ein bisschen zu formieren. Naja, wisst ihr, sie haben sich halt die Map-Control leicht geholt und haben uns halt eingekesselt und konnten halt von jeder Seite dann schießen. Ja. Ja. War halt nicht schlecht von denen. Ja, das haben sie auf jeden Fall, ne? Sie haben schon versucht, ein bisschen über Map-Control ein bisschen zu spielen. Auf Himmelsdorf hat es dann halt wieder gar nicht geklappt für sie, ne? Da habt ihr zwei Siege eingefahren. In der ersten Runde warst du, glaube ich, auf jeden Fall MVP im E4. Was der E4, wenn ich mich nicht täusche? Ja, ja. Das war 7000 irgendwas Damage, das war auf jeden Fall stark gespielt. Ja, was sagt er, oder was sagst du zu der Runde? Ja, erst chillen sie halt auf dem Hill, haben in der Mitte eine E7 zum Spotten, chillen da oben, haben nur unsere E4 da gespottet und unseren E100 auf den Schienen, waren sich nicht so ganz sicher, dass sie runterpushen und dann haben sie wieder viel zu lange gebraucht zum Rotieren. Ja. Und dann war es halt eigentlich klar, wenn die E7 jetzt unten auf den Schienen ist, dass der Rest dahinter steht und wisst ihr, dass sie jetzt höchstens halt nur den E100 als Backup haben, dann haben wir halt die Schlinge kurz zugemacht. Okay, war halt dann close, waren 2 versus 1. Weil vorher hat sich unsere E7 nochmal weggeworfen und die andere E7, die meinte dann halt auch nochmal leider zu pieken, wo ich den Schuss gemacht habe, wo ich mir easy halt eine fangen hätte können. Ja. Und hätte warten können, bis er halt auf mich guckt, aber... ja, da war dann die Gier da, ne, den Killshot zu machen, ja. Aber war es ja da, ne, 7-4 auf jeden Fall, denke ich, MVP in der Runde. und die letzte Runde war... Ja, ich weiß nicht, also von oben sah es aus, der Move von der E7... War interessant von AS, ja, an die Ecke, weil dort stehen ja im Normalfall Hemis, wenn sie sich sammeln zum Pushen, ja. Aber eure zwei E7, die vom Berg kamen, haben dann den T57 hinten abgeerntet und ja, ich weiß nicht, das habt ihr einfach... Ja, der ist relativ halt schnell gestorben, ne? Ja. Wart ihr irritiert und, durch die E7? Ja. Nö, wie ist es halt, einige haben das hingeguckt und dann kam der Call, wie ist es halt, ich mache ihn kurz die E7, der Rest fährt weiter, wie ist es, da ging noch der N100 da auf und da war der Rest halt klar, die pushen ihn kurz weg. Wir sind halt mächtig in Überzahl. Also ich weiß halt nicht, was er da machen wollte. Aber ich habe auch ein Chat gelesen, dass jemand geschrieben hat, wie ist es halt, dass er die holen gehen wollte oder so. Mhm. Ich auch verstehen. Hat seine eigene Mission gehabt und ja, dann overall war es ja dann jetzt ein 3-3. Was... Seid ihr damit zufrieden oder denkt ihr eher, es ist nicht so gelaufen, wie ihr euch das gewünscht habt? Nach den Scheiß-Anfängen ja. Und das ist halt, sagen wir dann, holen wir beim nächsten, müssen wir halt noch einen Tiebreaker gegen die spielen, auf Himmelsdorf, auf Ghost Town. Ja. Und ja, dann mal sehen halt, wie es ausgeht, ne? Ja. Also ist jetzt schon fest, dass ihr da gleich platziert seid und ihr deshalb. Nee, wie ist es halt, also wenn sie weiterspielen, so wie heute und also die ersten Runden. Und unsere Fehler gut halt ausnutzen, könnte das halt echt ein starkes Spannungsspiel werden. Ja. Und wenn sie uns halt auf den falschen Fuß erwischen, wie halt in den ersten Runden, bis es halt dann geht, sie klar an die. Und das seid ihr dann auch gegönnt. Ja, ja klar, ne? Wenn das bessere Team soll gewinnen, ne? So wünscht man sich das. Man hat schon ein bisschen Bias für die deutschen Mannschaften, das kann man auch offen zugeben, aber man gönnt auch den anderen das. Turnier overall. Was würde sagen, Lotus, wie läuft es für euch? Seid ihr da so ungefähr da, wo ihr euch auch seht, international? Ja. Ja, also wir sind kein Top-Clan, ne? Wir sind halt wie Durchblick oder so, halt in den deutschen Bereich oder so. Aber ich muss sagen, wir haben uns halt solide geschlagen. Kann man gerade so vertreten. Ja. Maria? Also ich glaube, für uns selber war
glaube ich, die oder der Überraschungsmoment gegen Navi. Navi, wir können gerade nochmal drauf schauen. Wo eigentlich, glaube ich, kaum einer drauf gesetzt hatte, dass wir da tatsächlich den Sieg anholen gegen die. Das war Spieltag 6, gell? Habt ihr sie überfahren, ne? 4-2 habt ihr gewonnen. Hab ich's denn? Genau. Gegen Navi 2-4. Ja. Habt ihr 4-0 habt ihr geführt gehabt. Und hab dann, Genau. Ja, aber das war halt eben so, also ich muss sagen, das war so der Moment, wo ich für mich selber, sage ich mal, wo man halt, weil da halt keiner so richtig dran, denke ich mal, auch irgendwo so vom Außen her so ein bisschen dran geglaubt hatte, weil, wie gesagt, Navi ist ja nun wirklich top, ne? Die sind ja Top-Spieler. Ja. Und, aber da sieht man halt eben auch einfach mal, auch die haben schlechte Tage, ne? Richtig. Und das passiert halt eben auch allen anderen, ja. Ja. Ja, die einzige und Ausnahme dieses Mal ist es wirklich Won, ne? Won ist gnadenlos im Turnier. Ja, die marschieren einfach komplett durch. Ja. Sei denen halt auch gegönnt, machen es auch gut. Ja. Also jedes Spiel, das ist halt, was ich mir kurz im Stream angeguckt hatte oder so, das ist halt, waren sie wirklich gut. Die nutzen jeden Fehler aus und. Ja. Ja, auch, die haben auch mal kein. Hier, wenn man jetzt die anderen mal anguckt, Decoy oder Durchblick, ja, auch natürlich Top-Clans dann. Aber auch die haben mal ein Unentschieden drin, ja, und One hat sich diese Blöße halt in dem Turnier jetzt überhaupt nicht gegeben. Ist auf jeden Fall dann auch verdienter Turniersieg. Ja, es sind halt auch gute Spieler, die wissen halt, was sie machen. Ne? Richtig, ne? Also. Das ist schon professionell, was da gespielt wird. Ja, na, da wird sofort jeder kleinste Fehler, den sie da sehen, der wird sofort ausgemerzt, ne? Ja. Also, das ist gnadenlos. Ja, das waren auf jeden Fall schöne Spiele, was man da angucken durfte. Ich weiß nicht, das Lotus ist das. Früher war es ja, habt ihr ja Turniere ausgerichtet, so als Clan 66 ist das Lotus. Ja, war es von 66 und dann haben wir es halt in Lotus umbenannt, haben noch einige Leute dazugeholt. Ja. Wir sind solche Cosas dabei, wir sind halt die Dave GM, wir sind halt von Wargaming macht halt mit. Ja. Wir sind halt Titten, QB und ich, wir sind halt von 66 halt Mod da. Also Titten ist der Leiter, QB und ich, wir sind nur Mod. Ja. Dann solche Night Owl von den Dinos ist halt noch Mod mit dabei. Also genau, von X-Pain ist auch jemand mit dabei, habe ich genau, gesehen. Genau, X-Pain ist halt auch noch dabei, ja. Also wir sind schon ein bisschen wild zusammengewürfelt, aber es läuft schon. Also ist das jetzt mehr so Clan-Community, nicht mehr komplett 66 genau. Im Hintergrund? Ja. Genau. Okay. Und wie ist da, dass ihr, ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt da drüber reden dürft oder nicht, so Support von Wargaming, ja? Es ist ja offiziell von Wargaming auch gesponsert, das Turnier. Mit Preisgeldern und allem. Mhm. Muss man sich da mit Wargaming auseinandersetzen oder kommen die auf euch zu und sagen so, ihr habt so eine tolle Turniere gemacht? Dafür ist Dave ja mit dabei, also Dave GM und es ist halt darum, worüber läuft es halt auch über Wargaming, seit ich das weiß. Okay. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendwas anzumerken? Noch irgendwas sonst zum heutigen Abend oder allgemein zu Lotus? Nö. Nö? Nö? Nö, nicht. Okay, alles klar. Fällt mir jetzt nichts ein. Auf jeden Fall, ich bedanke mich, dass ihr da wart, ne? Vielen Dank für eure Zeit. Es war ein schönes, auch wenn ihr jetzt sagt, dass es bei euch nicht so lief, aber zum Angucken war es auf jeden Fall interessant bis zum Schluss, ne? So, ja, die letzten Runden waren dann wieder gut. Wir haben die ersten wieder weggemacht, aber ist eben so. Ja, das passiert, ne? Das ist dann auch ein Erfolgserlebnis, gerade wenn es am Anfang nicht läuft. Am Ende hin dann nochmal ein Unentschieden rausgeholt. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch beiden fürs Vorbeikommen. Vielen Dank für euren Einblick nochmal auch ein bisschen so ins Clan-Innenleben. Auch für die Matches heute. Kein Thema, wem zu danken für die Einladung. Gerne, gerne. Freue mich, dass ihr da wart. Und ja, dann würde ich sagen. Danke auf jeden Fall an dich, dass du dann auch wirklich gestreamt hast und da dann auch mit Jeff da als Co-Kommentator hast. Das habt ihr echt super gemacht. Dankeschön, ja, also Dankeschön. Ich hoffe, dass du das auch in Zukunft. Vielleicht sogar weitermachst. Ja, so gerne, ne? Also es hat Spaß gemacht. Nochmal hier auch vielen Dank an Jeff, der jetzt leider heute schon ein bisschen früher musste. Danke, dass er das auch mit seiner Expertise noch ein bisschen, der hat ja schon länger Einblick hier, Clan-Szene und alles. Vielen Dank an Jeff. Und ja, wir sehen jetzt am Wochenende noch das Spiel Durchblick gegen Immortals. Na, das wird noch so ein Spiel um Platz 2. Sehr interessant, ja. Ja, da wird es dann, denke ich, nochmal intens. Und ja, ich denke mal, das wird halt Durchblick machen. Ja, das ist so. Ich denke auch die Hoffnung der deutschen Community, ne? Ich denke, Immortals
wird da ein bisschen was dagegen haben. Ich hoffe halt, dass es... Es wird spannend auf jeden Fall. Ja, so 3-3 hoffe ich nicht, sondern definitiv. Ich hoffe, dass ein Team gewinnt. Ich bin da mehr für Durchblick. Ja, na klar, so als so, wie du schon vorhin so schon sagtest, ne, wenn man so halt eben so für den eigenen deutschen Gebrauch, ne, sagt man dann auch, ist man natürlich irgendwo auch fürs deutsche Team, ne? Ja. Aber wenn Immortals wesentlich besser spielen sollte, gönnt man ihnen auf jeden Fall den Sieg, so ist es nicht. Na, definitiv. In dem Sinne, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns am Samstag 20:30 wieder. Haut da rein.